Ja, hallo, ich grüße euch zu einem neuen Video. Dieses Thema für dieses Video ist 100.000 Euro investieren im Jahr in Aktien im Jahr 2021. Reaction-Video zum Homo economicus. Verzeiht mir, wenn ich irgendwas stottern sollte, aber da habe ich letztens einen Kommentar gelesen. Ich will zu sehr stottern, also schon mal tut mir leid vorweg, ne? Kommt mal vor. Und ja, ich denke, dieses Video ist es wert, ein Reaction-Video drauf zu machen. Wie immer, die Quelle dieses Videos verlinke ich bei mir unten fairerweise in der Beschreibung. Ja, somit ist es eine Win-Win-Situation, marketingtechnisch. Und warum bin ich der Meinung, dass es wert ist, auf dieses Video ein Reaction-Video zu machen? Und ich lade euch auch herzlich dazu ein, diejenigen von euch, die hier jetzt zuschauen und selber einen YouTube-Kanal haben und einen YouTube-Kanal, wo dann auch Videos sich sozusagen drauf befinden, beziehungsweise Videos selber hochgeladen werden. Ist ja nochmal ein Unterschied. Lade ich euch herzlich dazu ein, ebenfalls ein Reaction-Video zu machen, entweder auf mein Video oder auch auf das Video vom Homo economicus. Denn ich denke, dass. Sehr schwieriger Name, Homo economicus. Okay, jetzt habe ich es in einem Go geschafft. Denn ich denke, dass 100.000 Euro natürlich viel. Jetzt die Frage an dich. Denkst du, das ist viel oder das ist wenig? 100.000 Euro. 100.000 Euro als sozusagen, ja, in Anführungsstrichen, Jungunternehmer, ja, junger Kleinunternehmer. Ich weiß nicht, hat glaube ich um die 20 Mitarbeiter oder 10 oder irgendwie sowas. In der Regel, keine Ahnung genau, aber er ist noch relativ jung. Ist das jetzt viel oder ist das jetzt wenig? Ist natürlich super, es ist natürlich, hängt natürlich komplett davon ab, wie hoch sein Nettoeinkommen ist. Ja? Also, nur mal, ich spinne jetzt mal, ich weiß es nicht auswendig, so genau. Ich weiß nicht, ob er es transparent in irgendeinem Video mal erzählt hat. Das steigert sich ja auch permanent oder verändert sich permanent, bei ihm wahrscheinlich auch. Aber angenommen, sein Nettoeinkommen wäre jetzt 15.000 und er würde jedes Monat 10.000 allein nur in Aktien investieren, ist es schon sehr, sehr mutig und verlangt und Gebühr, also sozusagen verlangt nach Anerkennung. Nach Anerkennung, ja, definitiv. Und warum bin ich der Meinung, das ist sehr, sehr mutig, gerade im Jahr 2021? Naja, logisch, weil eben nach dieser künstlichen Börsencrash-Korrektur, you name it, ja, LV, was auch immer, charttechnisch, bla bla bla, gab es ja einen unheimlichen Run. Also inklusive Reddit, irgendwelche Robin Hood, zehn Hunderttausende von Bürgern sind plötzlich, haben Aktien gekauft mit ihrer Corona-Hilfe etc. etc. Die Liste ist ellenlang. Hype-Themen und so weiter. Teilweise Verdreifachungen, Verdopplungen, teilweise auch schon vieles vorweggenommen. Das heißt, nach so einem Run, den wir jetzt letztendlich seit dem Corona-Tief hatten, jetzt zu sagen, in diesem Jahr jetzt 10.000 im Monat zu investieren, ist natürlich, finde ich, wenn mal angenommen, du hast 15.000 zur Verfügung, ist es sehr, sehr mutig. Und mal angenommen, er hat jetzt 30.000 netto zur Verfügung, dann ist es halt schon nicht mehr ganz so mutig, dann ist es halt eben nur ein Drittel. Ich würde mal sagen, alles über 20, 30% ist mutig. Ne? 50% oder darüber hinaus ist sehr mutig. Weil natürlich locker sein kann, dass. Mal angenommen, in 6 Monaten, was ich nicht mal glaube, und ganz besonders nicht in Europa. Aber in den USA, die sind mit allem immer ein bisschen schneller. Das ist schon immer so gewesen, schon vor 20 Jahren, als ich dort war und alles. Also, es ist auch nach wie vor heute so. Kann sehr gut sein, dass in 6 Monaten auf einigen Kontinenten, wie Asien, wie USA, sozusagen letztendlich die ganze Corona-Geschichte über den Berg ist. Ja, Stichwort Herdenimmunität. Ja, Stichwort Herdenimmunität.
Und dann bin ich der Meinung, oder ist ja letztendlich das, was das vorweggenommen hat, schon mit eingepreist. Und dass wir durchaus, wenn du sagst, wenn wir sagen, okay, das, was in der Wirtschaft stattfindet, sich nicht unbedingt immer in der Börse widerspiegeln muss, teilweise sogar au contraire, durchaus dann Rücksetzer sehen können, wie wir ja auch aktuell de facto Rücksetzer sehen in bestimmten Nischen und Branchen, wie zum Beispiel die Tech. Obwohl ich der Meinung bin, dass die großen Tech logischerweise, dass das einfach nur ein kleines Korrektürchen sein wird natürlich. Ne? Also wer ist nicht der Meinung? Also wer ist nicht der Meinung, dass Microsoft und so weiter, dass die einfach ja noch um einiges steigen werden in Zukunft. The winner takes it all, kann ich dann dazu nur sagen. Ja. Aber jetzt hören wir mal rein, wir haben noch gar nicht reingehört. Auch aus. Viele Werte erholen sich quasi Monat für Monat ein kleines bisschen mehr und ja, ist eine tolle Entwicklung, die wir gerade an der Börse sehen. Das gesamte Quartal lief wirklich sehr gut für mich. Ach, wir springen einfach direkt rein. Depot-Update zum Monat März. Viel Spaß. Beginnen wir wie immer mit dem kleinen 0815-Dividendenstrategie-Depot. Hier habe ich große Überraschungen in diesem Monat, sage und schreibe 250 Euro investiert. Ich habe jeweils investiert 25 Euro in diese Werte. Mastercard, Nike, Broadcom, Altria, Johnson & Johnson, McDonald's, Procter & Gamble, Starbucks, Microsoft und die Apple-Aktie. Im Depot sieht das Ganze dann wie folgt aus. Wir sprechen inzwischen. Da kann man sagen, okay, da kannst du wirklich nichts falsch machen. Ich meine, das sind, ich würde mal sagen, jede einzelne dieser Aktien hat einen Burggraben, ja. Beziehungsweise sind Marktführer, man könnte sogar sagen, Schrägstrich Monopolisten. Also Johnson & Johnson, das ist einfach. Ja, Procter & Gamble, McDonald's, Starbucks. Ja, also das ist halt einfach, da kannst du ja nichts verkehrt machen. Ja? Also Im Depot sieht das Ganze dann wie folgt aus. Wir sprechen inzwischen von einem Depotwert von fast 15.000 Euro. Ist schon verrückt, was aus so 250 Euro pro Monat alles werden kann. Ja, aktueller Depotwert sind 14.000. nochmal der Hinweis, da ist die Corona-Krise, das Corona-Jahr ist damit inbegriffen. Na, deswegen eben meine lange Einführung in dieses Video. Der wird jetzt gleich vorstellen, 100% hier die Aktie, 50% die Aktie, seitdem er sie angespart hat, so und so viel, so und so viel. Ich glaube, die schlechteste, was er hat, ist selbst die schlechteste Altria. Also das ist wirklich, da habe ich auch schon mal mehrere Videos drüber gemacht, da wurde von Max Otte irgendwann mal vorgestellt. Habe ich dann auch ein Portfolio bisschen gehabt, aber selbst die Altria ist bei ihm jetzt 7% im Plus, wirst du dann noch sehen. Also, ja. Das ist halt die Frage, ne? Wenn er jetzt Vollgas gibt in diesem Jahr, jetzt 2021, ne, ob die Aktien, also meiner Meinung nach wird das Jahr 2021 eher ein Seitwärtsjahr werden insgesamt. Aber man kann ja nie wissen bei der einen oder anderen Einzelaktie. Ne? 1.949 Euro und der Kaufwert sind 10.544 Euro. Das heißt, dieses Depot ist knapp 41% im Plus oder 4.400 Euro. Wenn wir uns die Werte einzeln anschauen, dann ist hier nach wie vor zwei Werte, ja, ragen über alle anderen hinaus. Da haben wir einmal die Apple-Aktie mit 113% im Plus. Und jetzt auch noch Microsoft ist ebenfalls bei immerhin knapp 92% im Plus und ist jetzt über 1.000 Euro im Plus. Aber auch ansonsten gibt es einige Werte, die sich hier sehr gut hervorgetan haben inzwischen. Zum Beispiel eine Starbucks-Aktie hat sich sehr ordentlich erholt mit plus 51% oder eine Broadcom ist ja relativ neu im Depot, bespare ich ja noch gar nicht so lange. Damit habe ich ja, ich glaube, erst im April des letzten Jahres angefangen, also jetzt seit 11 Monaten, glaube ich, und da sind jetzt bereits 800 Euro im Depot und plus 45%, sieht auch richtig ordentlich aus. Grundsätzlich geht nach wie vor die rote Laterne hier an Altria, wobei wir springen nochmal zurück zur Portfolio Performance. Bei Altria ist nämlich in diesem Monat was
was Besonderes passiert. Passt mal auf. Ich habe es erstmal hier wieder alles auf weiß gestellt. Ich hoffe, dass man es jetzt wieder besser sehen kann. Und jetzt schiebe ich mich hier mal für eine Sekunde hier nach oben. Und zwar... Es ist quasi gar nichts mehr im Minus. Selbst Altreas, wie ihr seht, 7,77 im Plus. Leute, ich mache jetzt hier mal kurz einen Break. Und ich mache dann nochmal ein extra Video to be continued. Ja, weil ich nämlich jetzt gerade auf dem Herd mein Seelachsfilet habe und ich keinen Bock habe, den jetzt noch länger da stehen zu lassen. Ich werde diesen jetzt zu mir nehmen, konsumieren und mit etwas Gemüse und ein Glas Rotwein und dann mache ich da weiter. Ich lade das Ding jetzt schon mal hoch, dass ich sozusagen nicht euch vorenthalten muss und dann in einem weiteren Video dann eben nochmal der Rest von diesem Reaction-Video to be continued. Ich freue mich auf euch. Daumen hoch, Leute. Lasst mir einen Kommentar da, was ihr zu dem Webinar und zu den 100.000 Euro im 2021 denkt, ob ihr meint, das ist mutig, zu mutig oder all in, ja, 2021, das ist das Jahr des Jahrzehnts. Ich bin gespannt auf eure Kommentare, eure Meinungen, die mir sehr viel wert sind und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, schauen wir wieder rein, das heißt dein Thomas Klein von der Mission Millionär. Bis dann, tschüss.